Du bist bestimmt René, hä? Genau, Lady. Dich habe ich gesucht. Hast du Lust, mir ein paar Fragen zu beantworten? Kommt auf die Frage drauf an. Oh, das werden wir schon hinkriegen. Hallo René, erstmal vielen Dank, dass du Zeit gefunden hast. Na gerne. Du arbeitest ja seit 1994, ja, das ist ja schon einige Zeit als Stuntman. Und von 1994 bis 2006 gehörtest du zur Stuntcrew Babelsberg. Genau. Und für welche großen Stars, interessiert uns jetzt glaube ich alle, musstest du schon dein Leben riskieren oder durftest du dein Leben riskieren? Ja, also angefangen hat das ganz bescheiden eigentlich mal... Für eine Krimiserie im Namen des Gesetzes, da dachte ich schon, mein Gott, jetzt habe ich viel gesehen, viel gemacht. Und dann kam Hollywood, dann kam Jude Law in Enemy at the Gates als Double. Dann habe ich Adrian Brody gedoubelt. Dann habe ich in Ian Flux wie von Vendetta, also alle möglichen. Einiges. Babelsberg-Hollywood-Produktion jetzt war immer irgendwie ein Hauptdarsteller für mich übrig. Und auch ganz aktuell Inglourious Basterds. Genau. Dann kommt jetzt noch ein Störtebeker-Kinofilm raus. Ah. Da habe ich noch eine schöne Sterbeszene. Ah. Du darfst also auch richtig spielen. Ja, ein bisschen. Ja, das ist toll. Und von 1995, jetzt kommen wir mal wieder hier auf den Spreepark zurück, denn hier warst du ja auch mal. Von 1995, Entschuldigung, bis 1997 gastierte ja die Stuntcrew Babelsberg hier. Und zwar mit Lass mich nicht lügen. Ihr spielte 3 Jahre lang 2 Shows hier. Und zwar einmal Geld und Gold, die Western-Stuntshow und die Piraten-Stuntshow, der Schatz der Bounty. Und wie war das damals? Also wie kamt ihr an diese Shows hier im Spreepark? Also hat da irgendwie euer Chef an die Pinnwand einen Aushang gemacht? Wer hat Lust? Oder wie kamst du an die Stelle hier? Na, nicht ganz. Wir waren damals Berufsanfänger und dann wurde im Prinzip schon in Babelsberg im Team gefragt, wer hat jetzt Lust wegzugehen? Da waren natürlich die Älteren, die schon ein bisschen etablierter waren, weniger von begeistert, jetzt aus Babelsberg wieder wegzugehen. Ja. Insofern traf es dann erstmal uns jung. Wir waren aber sozusagen immer in der Obhut auch von den Älteren. Insofern, dass das qualitätsmäßig hier auch nicht schlechter ist, als würden es Leute machen, die es schon 20 Jahre machen. Aber insofern war das so ein... War schon so ein Ding, also ihr wurdet gefragt, wer hat Lust und... Wir wurden und gefragt, aber letztendlich konnten wir auch dann hierher. Ja. Habt ihr ja auch gerne gemacht, denke ich mal. Da komme ich auch direkt zu meiner nächsten Frage. Wo hat denn die Arbeit mehr Spaß gemacht? Im Spreepark oder im Filmpark? Ich möchte jetzt nicht, dass du dich jetzt irgendwo reinreitest, du... Nee, letztendlich im Spreepark. Weil im Spreepark, wir waren frei. Wir konnten die Shows bauen, choreografieren, dir eine Handlung geben, wie wir es wollten, wie wir es dachten. Und im Filmpark war halt alles sehr vorgegeben, sehr, ja, aus meiner Sicht wenig kreativ bis zum heutigen Tage. Und insofern war sozusagen aus der Not heraus, dass man nicht so viel hat, nicht dieses Umfeld hat, musste man sozusagen versuchen, besser zu sein. Und das haben wir dann letztendlich auch geschafft, muss ich sagen. Schön, also scheinen viele Freiheiten hier auch gewesen zu sein, so kreative. Ja. Sag mal. Er wollte eine gute Show haben. Und die haben wir versucht, ihm zu bringen mit den Möglichkeiten, die halt da waren. Ich habe auch schon gehört, hattet ihr auch eine tolle Show. Denke ich schon. Ja. Ihr könnt ja die Ausschnitte euch dann mal anschauen. Ich habe ja was mitgebracht. Das seht ihr dann. Machen wir bestimmt. Ja. Wie wird man eigentlich Stuntman? Oder wieso bist du Stuntman geworden? Ich meine, es gibt ja bei vielen Jungs so den Kindheitstraum, ich werde Feuerwehrmann oder Polizist, da ist bestimmt auch Stuntman dabei. War das bei dir auch so? Oder kamst du eher wie die Jungfrau zum Kinde zu diesem Job?
Nee, ich habe mich letztendlich zu diesem Beruf entschieden und danach gesucht. Ich war, darf man so was sagen? Weiß ich nicht. Ich war bei der Armeefeuer. Darf man sagen, wenn es so ist? Na klar. Ja. Und, Na, hast du gedacht, jetzt noch ein bisschen weiter Action? Ja, was fange ich jetzt an mit diesem ganzen Blödsinn, den ich da gelernt habe? Hinfallen, aufstehen. Ach so, naja. Wieder hinfallen, wieder aufstehen. Das ist dann aber eine gute Möglichkeit gewesen. Ja, und sag mal, wie trainiert man für so eine Stuntshow? Also hast du so ein tägliches Training oder, also ihr werdet ja sicher auch bestimmte Szenen, Kampfszenen oder High Falls oder was weiß ich, bestimmt öfter proben, allein der Sicherheit wegen. Aber hast du irgendwie so ein Pensum oder, ihr seid ja alle auch recht sportliche Jungs, ne? Na, wir haben seit unserer frühesten Kindheit machen wir irgendwie Sport, ob nur leistungsmäßig oder so. Und das setzt sich nur fort. Im Prinzip, da wir jeden Tag Show spielen, manchmal, hier waren es 4 Shows am Tag, momentan spiele ich 3 Shows am Tag, ist das ausreichend genug. Also wenn ich abends Feierabend habe, dann reicht das. Bist du schon groggy. Genau. Ja. Und Training ist für uns gleichzeitig Show, Training ist Show. Ja. Der Winter ist wie bei den Sportlern auch, die Goldmedaille wird im Winter trainiert. Und so ähnlich ist es bei uns auch. Ja. Wir müssen uns im Winter gut vorbereiten. Da haben wir 3-4 Monate meistens Pause, wenn nicht ein Film ist. Wo wir auch gerne mal nichts machen. Und da ist dann aber jeder für sich selber verantwortlich, ob er nur ins Fitnessstudio geht oder seinen alten Sport, den er schon immer gemacht hat, weiter betreibt sozusagen. Und ja. Es ist halt was sehr Individuelles, was sehr, glaube ich, für jeden ist, läuft dieser Beruf auch so anders irgendwie. Also der eine wird dir sowas erzählen, der andere erzählt dir wieder das aus dem Beruf. Und ich kann nur wirklich von meinem eigenen Erleben da sprechen, wie ich das auch handhabe. Und ich bin eigentlich schon seit meinem, ich habe ja noch früher angefangen mit klassischem Ballett mit 4 Jahren sozusagen. Oh, ehrlich? Ja, und hab das schön. Ne, war auch noch an einer komischen Oper, hatte ein Engagement und sowas und habe ja dann noch weit gereist um die Welt sozusagen als Soldat. Ich habe also auch quasi einen Tänzer hier neben mir. Ja, ja. Also insofern verband sich das alles. Das Tanzen von früher aus meiner Kindheit, weil das war richtig professionell, dann die Armeezeit waren sozusagen der beste Mix und daraus. Ich glaube auch, also das klingt wirklich, als hättest du dich automatisch gut vorbereitet irgendwie. Ja. Du hast mir jetzt auch schon fast eine Frage, die ich als nächstes hatte, beantwortet. Ich wollte dich nämlich eigentlich fragen, also sowohl der Spreepark Plenterwald wie auch der Filmpark Babelsberg, die haben ja von März bzw. April bis Oktober bzw. November geöffnet und im Winter erstmal Pause, genau. Und ich wollte dich eigentlich fragen, was tut man im Winter, um nicht aus der Übung zu kommen, hast du bereits jetzt erzählt, genau, manche machen so, manche so. Aber erzähl mir doch mal, wie sah denn der Arbeitsalltag im Spreepark aus? Also konntest du da auch zum Beispiel zwischendurch Karussell fahren oder so? Bestimmt nicht, oder? Ich hab sozusagen die Lust auf Autoscooter habe ich hier jetzt endgültig besiegt im Spreepark. Wir sind die ersten Wochen, die wir hier gearbeitet haben, ständig in jeder Mittagspause zum Autoscooter und haben uns die Chips geben lassen und sind ja, Autoscooter gefahren. Und jetzt habe ich aber genug Autoscooter für mein Leben sozusagen. Jetzt kann ich 80, glaube ich. Jetzt ist das okay. Und so habe ich alle Dinge ein bisschen nachgeholt, die noch so übrig waren irgendwie an Fahrgeschäften. Ansonsten war um 10 Uhr antreten sozusagen für Team. Dann haben wir die Kaffee trinken, ein bisschen plauschen. Dann wurde sich umgezogen, vorbereitet, die Shows. Zuerst begann es mit einer Western-Show. Kann mich nicht mehr exakt an die Zeiten erinnern. Könnte 11:30, 12 Uhr gewesen sein, die erste Show. Klingt plausibel. Bin ich mir jetzt nicht mehr so. Ist ja auch schon einige Jährchen her.